Yo, herzlich willkommen hier bei Swiss Master mit meinem Mage Nami und ich zeige euch heute noch einen kleinen Erfolg, den wir hier machen können. Und zwar müssen wir dazu, um den Erfolg zu bekommen, hier bei der Festung Nokudon halt diverse Mobs killen hier, bis wir einzelne Rüstungsteile von Nokud erhalten und es steht dann auch da beschrieben, was ihr, welche zwei oder drei Teile ihr braucht, um das, die Schlachtrüstung der Nokud zusammenzufügen. Wenn ihr die drei im Bag, also im Rucksack habt, könnt ihr da draufklicken, dann fügt sie es zusammen zur Schlachtrüstung der Nokud. Jetzt sind wir auch ein Nokud, yo! Jetzt können wir hier den ansprechen. Wir sind bereit für den Trainingsparcours. Er läuft selber. Hier kann ich draufklicken auf den Speer. Bogen abfeuern. Steht jetzt hier. Zack. Ah, sofort klicken, dann funktioniert das auch. Sobald da was kommt, was ist jetzt hier? Da reitet er einfach durch. Axt. Ja, haben wir angegriffen hier. Er läuft selber, ich muss da nichts tun. Sobald unten hier eine Aktion aufploppt, habe ich jetzt immer gerade drauf geklickt. Jetzt klicke ich hier drauf. Ja, er läuft selber. Einmal klicken und er macht selber. Gut, er geht weiter. Ja, da kommen wir. Oh, schnell die Axt. Zack. Und wir kommen. Let's fetz. Das Schwierigste wird wahrscheinlich sein. Oh, schnell springen. Ich wusste, ihr schafft es noch gut. Yeah, Erfolg gemeistert hier. Von der Dracheninsel. Hä? Erkundung, Dracheninseln. Ich wusste, ihr schafft es noch gut. Jo, das war der Erfolg. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde. Viel Spaß beim Nachmachen. Jo, das Schwierigste wird sein, hier ein bisschen die Mobs zu killen und diese Ausrüstungsteile, diese zwei, drei zusammen. Aber dann, jo, habt ihr 30 Minuten Zeit mit diesem Buff hier, den Erfolg zu machen. Jo, viel Spaß beim Nachmachen. Haut rein, meine Freunde. Euer Swissmaster. Ciao.